So, hallo, ich habe das Spiel noch nicht gestartet. So, jetzt aber, da war ich ein bisschen zu voreilig. Ja, wir machen weiter bei Cult of the Lamb. 13 Anhänger haben wir mittlerweile. Haben wir aktuell zwei Älteste, um die ich mich kümmern muss? Bin mir nicht sicher, ob das im letzten Part war. Es ist schon wieder einen Tag zu lange her. Ja, wir haben auf jeden Fall beim letzten Mal die dritte Welt abgeschlossen und können dann in die vierte Welt. So viel weiß ich noch. Ich glaube aber, ich habe überhaupt noch nicht die Belohnungen und ganzen. Da ist jemand krank. So, du gehst gleich mal ins Bett, Kollege. Oh ja, hier sind Alte. Ja, okay, es gibt Alte, es gibt Alte. Wir haben die Dämonen ausprobiert, auch das weiß ich noch. Das hat gut funktioniert. Grundsätzlich, was ist denn hier los? Habe ich was zum Heilen spontan? Ja. 1, 2, 3, 4. Stimmt, das waren die, wo mir eine Blume gefehlt hat, na? Richtig. Ah, das war die Geschichte, wo ich gesagt habe, mir fehlt eine Blume. Ja, tu, 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 tu. Und hier ist auch nicht zufällig eine Blume drin, na? Schade. Ah. Oh, du bist auch Kollege, Bett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt. Habe ich die nicht. Ich habe die doch letztes Mal ins Bett geschickt, oder? Meine Güte. So, ich sammle mal kurz hier ein. Fünf Leute sind krank. Warum? War das mit dem Essen? Ich glaube, es hing mit dem Essen zusammen. Könnte sein. Ja. Ich habe auch noch gar nicht inspiriert an diesem Tag. Ach so, ja gut, aber jetzt schlafen die, dann inspiriere ich da jetzt nicht durch die Gegend. Felix kann ich inspirieren. Die Frage ist, kommen die Kranken zur Predigt? Nee, ne? Glaube nicht. Glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier können wir noch inspirieren. Oh. Level 9. Und du kannst auch noch inspiriert werden. Oh, wirst sogar noch mal Level 5, bevor wir dich opfern. So, du kannst auch noch mal inspiriert werden. So. Okay, ja, komm, ist jetzt aber auch nicht so dramatisch wichtig, ne? Ob jetzt. Ich meine, wäre schön, wenn die mit bei der Predigt wären, aber ganz ehrlich. Ja, die ist nicht dabei. Ist okay. Wir bekommen so oder so unser Level ab. So. Wir hatten gesagt, wir machen erst die Relikte fertig, ne? Jetzt kommen noch verfluchte Versionen. Was ist bei denen anders? Wir werden es gleich rausfinden. Jawohl, da sind sie jetzt. Ich lese mal kurz durch, was bei denen anders ist. Also machen wir mal das Beispiel hier oben. Da haben wir anhand der ältesten Anhänger mache ich Schaden beim Gesegneten. Da haben wir anhand der Anzahl der Anhänger mache ich Schaden. Und da haben wir anhand der Anzahl der abtrünnigen Anhänger. Okay, also das ist einfach. Zerstöre alle aktiven Tarotkarten. Jede zerstörte Karte gewährt ein halbes krankes Herz. Okay. Verdammtes Haar. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend. Ja, okay, alles klar. Es gibt einfach mehr Relikte mit mehr Effekten. So.
Dann haben wir, glaube ich, ein Herz wieder zu... Na, ein Ketzerherz wieder einzusetzen. Da kann ich jetzt einmal machen, pro Kreuzzug kann ich ein Herz erhalten. Indem ich esse, scheinbar. Oder ich opfere einen Anhänger, um wieder erweckt zu werden. Ne, wir nehmen das hier. So. Ein am Ende hat man eh alle vier. Na? Nimm täglich eine Mahlzeit zu dir, um ein Herz zu erhalten. Okay. So, und dann können wir auch wieder die Tafel einsetzen. Und haben nur noch Besitztümer vor uns. Was gibt's hier zu erledigen? Schaltet die Anhängeraktion den 10. Abnötigen frei. Sammle einmal täglich Geld von einem Anhänger ein. Okay. Anhänger bestechen. Bestich einen Anhänger mit 3x Geld, um seine Loyalität zu erhöhen. Loyalität gegen Geld, let's go. Okay. Sehr schön. So, dann gehen wir opfern. Nee, das ist Wiedererweckung, das ist Opfern. Wer von denen ist zuerst alt geworden? Wen muss ich als erstes? Ich weiß es nicht. Wir nehmen Pubra. So. Dann haben wir gleich das nächste Level ab. Zack. Okay, wir haben gesagt, die Flüche als nächstes. So. Dann fehlt da oben nur noch eins. Dann haben wir auch alle Flüche zur Verfügung. Gut. Ansonsten, glaube ich, gibt es aktuell kein Ritual, was für uns interessant ist, ne? Ich muss jetzt mal rausfinden. Oh, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was passiert hier? What? Kronenträger, wie schön, endlich miteinander zu sprechen. Du bist weit gereist, weiter als sie wissen. Kronenträger, Richter von richtig und falsch, dein Wort ist absolut ihre Pflicht zu folgen. Sie bieten dir ihre Loyalität und Hingabe, das ist nicht genug. Ich kann fühlen, wie ihre Sünde aus ihren Seelen sickert. Ernte sie, sammle sie, benutze sie, führe sie in ihre Verdorbenheit, in den stinkenden Morast abscheulicher Verstoßung. Ihre Sünde ist die deine, erteile ihnen Absolution, sprich sie frei, erlöse sie. Ich schenke dir die Werkzeuge für diese Aufgabe. Was? What? What? Es heißt, dass die Götter über die Sünde richten. Vergiss nicht hier. Hier bist du, ihr Gott. Du kannst ihre Seelen verdammen und retten. Sie gehören dir. Ich werde immer in der Nähe. Was ist denn das jetzt? Du kannst jetzt erfahren, wie sündhaft ein Anhänger gewesen ist. Sobald sie häufig genug gesündigt haben, werden sie davon verzehrt. Was? Erteile diesen Anhängern Absolution und ernte ihre Sünde, die verwendet werden kann,
um deinen Tempel zu verbessern und mehr was? Erzeuge Sünde durch Rituale, das Öffnen des Getränkehauses und Tänze im Trommel. Was? Getränkehaus? Waren die jetzt Säufer? Wo kommt denn das jetzt her? Hä? Sünde. Anhänger treten in einem frivolen Nackttanz gegeneinander an. Suche deine Lieblingstänze aus, um Sünde zu erhalten. Deine Anhänger dürfen sich in Chaos und Gewalt austoben. Wähle den Zornanführer aus, um Sünde zu... Also, bin ich beides nicht dabei, aber ich schalte das hier frei. What the heck? Deine Anhänger dürfen sich... Ja, nee. Ich hab kein... Ich weiß nicht, was ich... Da bin ich erstmal raus. Wie, ich muss das jetzt auswählen? Ich darf nicht raus. Ich muss das jetzt auswählen. Okay. Ich musste das jetzt auswählen. Ich kam nicht raus. Zornanführer. Was? Was passiert hier? Felix, mach du mal. Felix hat die Eigenschaft Feigling erworben. Hey, ich dachte, er ist Zornanführer. Trainer wurde in einem Kampf verletzt. Ach so, und jetzt hat Felix Sünde erhalten. Die Sünde ist in mir gewachsen. Ich sehnte mich nach mehr, danach verzehrt zu werden. Aber du hast mir die Lösung gewährt und jetzt habe ich wieder Frieden gefunden. Vielen Dank. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Tempel. Bruder, ich bin jetzt bin ich völlig überfordert. Was ist denn das jetzt hier? Tempel. Ein einfaches Holzsymbol fügt neue Dekorationen für den Tempel hinzu. Hinweis: Tempelverbesserungen dienen nur zu Dekorationszwecken. Ja, dann interessiert mich das doch gar nicht. Dann interessiert mich das doch herz. Ist dieses ganze Sünde-Ding? Ich will das nicht. Ist dieses ganze Sünde-Ding dann nur Dekokram? Das fühlt sich wie ein DLC an. Ich habe aber kein DLC gekauft, glaube ich. Oder habe ich ein DLC gekauft? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal. Jetzt muss ich mich erstmal um den Quatsch kümmern, den ich da gerade angerichtet habe. Ja, wow. So, wo ist Trainer? Hey, Trainer ist. Oh, nee. Jetzt ist Trainer nicht nur krank, sondern auch noch verletzt. Alter, ich werd bekloppt hier. Was ist da... Was war das gerade für ein Quatsch? Gibt's Sünde im Tempel? Ich gebe jetzt einen Scheißdreck aus. Also erklärt mir gerne, was es damit... Also ob das was Wichtiges oder Relevantes ist, aber es wirkt jetzt, als ob es irgendwie Zusatz ist.
mit dem ich hier aber Quatsch mache. Das fühlt sich nicht richtig an. Ah, hier ist jetzt eine Quest. Wer war die Quest von... Ja, was ist los? Üppiges Abendessen. Ja, es ist gut. Machen wir. Dann ist der Hunger auch wieder gestillt. Ja, ist in Ordnung. So, zack. Machen wir. So. Ich habe das Gefühl, ich kam jetzt noch überhaupt nicht dazu, hier irgendwas zu machen, was ich vorhatte. So, aber wir haben immerhin hier Dinge getan. Alter. Wieso bist du jetzt... Leg dich hin. Autsch, Anführer, ich habe mich verletzt. Bitte schick mich ins Heilquartier. Ja, kannst du doch. Wie mache ich denn das? Interagieren? Ah, erstmal bestechen. Ah, das kann ich jetzt zusätzlich zum Dings... Oh, Bruder. Arbeiten, halt. Nee, ich will ja auch... Wie schicke ich dich denn ins Heilquartier? Ach so, muss ich direkt zum Heilquartier gehen damit? Ah, das kostet auch 10 Blumen. Ach so. Ich verstehe. Und das wäre wahrscheinlich von selber nicht weggegangen. Okay. Ja gut, ist in Ordnung. So. Dich ermorden wir in der Nacht. Weil bis zum nächsten Opfern, glaube ich, stirbst du mir. Weg. Ja. Okay. Gut. So. Wir können jetzt mal Toilettenhäuschen 2 bauen, theoretisch. Wir können auch erst... Ich glaube, ich wollte die Unterkünfte dingsen, ne? Ich glaube, ich wollte die Unterkünfte sowieso mal alle hochleveln. Das war, glaube ich, ein Plan. Wir machen mal die, wo jetzt nicht gerade Kranke drin sind. Hallo. Jetzt habe ich kein Gold mehr. Achso, jetzt gehen die zum Bauen. Ah, ja, ich sehe. Stimmt, wir müssen bauen, sonst haben die in der Nacht nichts. Ups. Wir müssen das schnell aufbauen. Ja, das ist richtig. Sonst haben die in der Nacht ja gar nichts. Oh, sehr gut. Felix hat da drüben aufgebaut. Und Veit hat da drüben mit aufgebaut. Beide haben gebaut. Hab ich nicht gewusst. So. Ist das Torilu jetzt aufgestanden? Der soll sich wieder hinlegen. Aber der ist so krank. Ich glaube, der ist so krank. Ich werde den mal komplett heilen, ne? Jetzt wird es gleich Nacht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, dass die hier die Betten... Och, nö. Toll. Fuck. Oha. War der so krank? Ich war... Oh shit, den hätte ich eher heilen müssen. Oh shit. War der so krank, hoppala. Das war natürlich jetzt nicht so gut.
Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich den nicht rechtzeitig geheilt habe. Ja. Alter, ich baue hier die ganze Nacht durch. Aber gut, dass das die nicht stört. Ich hatte jetzt so Angst, dass das so soundeffekt-technisch, ne, heißt es dann, die werden davon wach und keine Ahnung. Aber zum Glück nicht. Zum Glück war es das nicht. So. Ja, okay, aber so blöd es klingt, dann haben wir jetzt genug, sodass wir alle durchheilen können. Nee, ein. Hä? Ist jetzt noch eine mehr Kranke? Was ist denn los hier? Oh mein Gott, Leute. Gleich, Balzebub, gleich. Ich sehe das. Hab jetzt mal Geduld, Kollege. So, wir machen jetzt erstmal den hier. Dann machen wir den hier. Dann machen wir hier weiter. So. Nein, ich. Och! Wir haben Thora beim Bestehen eines anderen Kultmitglieds erwischt. Wir verlangen Gerechtigkeit. Steckt den Langfinger ins Gefängnis. Okay. Was ist denn los bei euch? Was treibt ihr denn? Ich will hier questen und nicht hier. Meine Güte. Ja, jetzt habe ich eine Blume zu wenig. Wird schon passen. So, gib mir erstmal das. Oh, wir haben wieder eine Tafel vollständig. Sehr gut. Okay, ich renne jetzt nicht zu jedem und mache Bestechung. Das ist mir zu blöd. Beim besten Willen, ich renne jetzt nicht zu jedem hin und mache Bestechung. Okay, bei Felix schon, weil Felix hat gleich ein Level. Schikanieren? Zeigt diesem verängstigten Anhänger, wer das Sagen hat. Nee, beruhigen. Ach, weil der Feigling jetzt als Eigenschaft hat. Ey, es ist alles gut, Felix. Es ist alles gut. Warum soll ich denn schikanieren? Ich bin doch. Was ist. Ach, Felix. Anhänger heute schon beruhigt. Okay, ich muss den jetzt ein paar Mal. Hey, ich kann jetzt aktuell nichts anderes machen mit ihm, weil er Feigheit als Eigenschaft. Ich werde bekloppt hier. Ich werde komplett bekloppt. So, wen sollte ich einsperren? Thorar. Hier ist Thorar. Hast du gestohlen? Hä, das steht hier nicht mal, dass der gestohlen hat. Woher weiß ich denn jetzt, dass das stimmt? Aber schicke Thora ins Gefängnis. Wenn ich die jetzt einfach kurz einsperre und dann wieder. Nächste Seite. Ah, lol. Halskette verstecken, Halskette entfernen. Ich will gar nichts entfernen. Ah, ich habe noch nie inspiriert. Wir inspirieren erst Thora und dann sperren wir ihn ein. Perfekt. So, also, Kollege. Jetzt ist das Gefängnis weg. Ach, hier drüben ist das Gefängnis. So, du gehst ganz kurz hier rein. Dann hole ich die Quest mir ab. So. Und dann kommst du wieder raus. Ich hoffe, du weißt warum. Weil ich weiß es nicht. Also, ich weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist ein bisschen problematisch. Okay, wir kriegen wieder eine göttliche Dings.
So, und jetzt habe ich hier einen komplett neuen Strang bekommen. Was zur Hölle? Die zwei waren schon da. Die zwei waren schon da. Die muss ich auch jetzt langsam mal machen. Aber jetzt ist hier Getränkehaus. Um Sünde erzeugen. Erzeugt Sünde. Paarungszelt. Was ist... Lade zwei Anhänger ein, um sie entscheiden zu lassen, ob sie gemeinsam ein Ei zeugen. Kinderstuhl? Was? Bringe Babys in der Kinder... Okay, bei solchen Sachen bin ich raus. Das machen wir hier nicht. Wird bekloppt. So, Propagandasprecher können wir mal machen. Denn wenn die 20... Den stelle ich, ich weiß genau, wo ich den hinstelle. Ich weiß sowas von, wo ich den hinstelle. Den bauen wir sofort, wenn ich ihn bauen kann. Wo ist der Propagandasprecher? Acht Go... Ja, der braucht nur normale Sachen. Let's go. Was hat der für eine Reichweite? Yo. Okay, chillig. Warte, wo passt der gut hin? Ich will... Okay, ich muss kurz ein bisschen... Ich muss kurz ein bisschen, ummodellieren hier. wir müssen kurz ein bisschen Tetris spielen. Nicht Tetris, wie heißt's? So. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. So, und wenn ich jetzt den dahin stelle, hat er doch eigentlich alles drin, oder? Drehen. Okay, ändert nichts. Stabil. Ja, hier. Sehr schön. Muss ich den einschalten? Brennmaterial hinzufügen. Oh, der braucht Goldbarren. Der braucht Goldbarren, um zu funktionieren. Auch interessant. Ja, wir brauchen auch neue Goldbarren. Wir machen hier mal nur Goldbarren. Wir machen... Ah, jetzt habe ich das ausgelöst. Ist ein bisschen ungesund, wenn alles auf einem Haufen ist, aber... Und wir machen hier mal das hier. So. Und jetzt... Oh, guck mal, wie schnell das... Alter Veit, du bist ja plötzlich eine Maschine. Also warst du auch davor schon, aber jetzt erst recht. Crazy. Oh, Felix, arbeitest du, obwohl du... Oh, nice. Felix, auch Maschine. Ihr seid jetzt beide Maschinen, weil das Ding hier steht. Großartig. So. Können wir jetzt noch so ein Ding verbessern? Ja. Stimmt, jetzt sind ja auch mehr hier... Jetzt sind ja auch mehr hier am... Weißt du schon. Nein, wie hole ich jetzt hier die Hingabe eigentlich? Ach, hier erhalten.
Okay. So, schaffe ich es jetzt? Jetzt ist gerade alles leer. Jetzt ist gerade alles leer. Kann ich jetzt hier jemanden rausschmeißen und da jetzt alle meine YouTube-Leute reinsetzen? Wieso kann ich... Wieso kann ich die nicht auswählen? Muss ich dafür erst Fight da drüben rausschmeißen? Oder was ist los? Also kann ich nicht zuweisen, wenn jemand schon in einem Haus ist? Ja, dann lassen wir dann... Ich hab's versucht. Ja, auch nicht, ne? Aber wenn ich keinen einzigen rausschmeißen kann, der schon in einem Haus ist... Dann kann ich ja gar keinen rausschmeißen. Kann ich hier zum Beispiel Fight zuordnen? Hier wohnt Felix. Tora und Trainer sind jetzt befreundet, okay. Ach, wir haben eine neue Tafel, stimmt. Ich sehe es gerade. Und wir müssen... Ist nicht sogar ein neuer Tag? Ich habe heute noch nicht gepredigt, gell? Alter, jetzt muss ich auf die nächste Seite, um zu inspirieren. Was ist denn das jetzt hier? Aber ich habe schon... Okay, okay, wir gehen predigen. Wir gehen predigen. Es ist ja... Wir sind jetzt eine halbe Stunde im Part. Und ich bin nur am Machen von Sachen, die ich eigentlich gar nicht auf dem Plan hatte. So... Jetzt Tafel. Zack. Auf keinen Fall werde ich dieses Sünde-Ding anklicken. Das nützt mir ja gar nichts. Wenn das nur Deko ist. Besitztümer. So. Alle Kultmitglieder erhalten Eigenschaft Materialist. Erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Ja gut, das haben wir jetzt ein bisschen zu spät. Falsche Idole, erhalte mehr Glauben, wenn du ein dekoratives Gebäude platzierst. Ah, okay. Ich mach beides nicht. So wirklich. Also ich hab halt das jetzt. Ist dann eigentlich egal, ne? Aber wahrscheinlich bauen wir eher nochmal Dekos durch irgendwelche Quests als bessere Unterkünfte. Die haben wir ja gerade erst gebaut. Und noch besser werden sie nicht mehr. So, nehmen wir halt das. Okay, Trainer ist nicht mehr krank, hurra. Dann kann ich dich jetzt noch inspirieren. Oh, da hat schon wieder einer eine Quest, ich habe Angst. Was willst du, Tora? Wir haben das Essen hier satt, wir brauchen etwas ab... Ah ja, das Fischding. Ist okay. Oh, kann ich Zepa opfern? Ist, glaube ich, noch nicht abgeklungen, ne? Nee, noch lange nicht. Ja, komm, dann machen wir jetzt das Fischteil mal. Dann gehen wir jetzt angeln. Komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt angeln. So. Meeresfülle hat begonnen. Wo ist meine Quest hier? Ja. Ewig dankbar bis zur nächsten Quest. Wie immer. Okay, sehr schön. Hier wird es gerade nicht weitergemacht, aber ist in Ordnung. Ah, warte, ist nicht neuer Tag. Kann ich Felix schon wieder
Ah, ne, hab ich heute schon, okay. Felix, alles gut, entspann dich. Okay, pass auf, wir müssen angeln gehen, sonst verschenke ich noch die Zeit. Hier war das, ne? Was? Achso. So, also jetzt gibt's hier andere Fische, ja? Oder zumindest die Chance auf andere Fische. Es fehlt ja auch noch ein so spezieller Fisch für den Kollegen da an der Seite. Was will der? So eine Krabbe. Da bin ich mal gespannt. Ja, doch, man merkt, ich glaube, man angelt wirklich mehr, wenn man diese Dinge aktiviert hat. Ja, man angelt definitiv mehr. Hä, ich habe gerade ne Dings bekommen, fange ein Exemplar jeder Fischart. Habe ich jetzt so eine Krabbe? Oh, Tatsache. Oma. Gar nicht mitbekommen. Oma, sehr gut, sehr gut. Wie versprochen, hier ein Stück des Schatzes. Ja, ja, ich weiß, ich krieg nur dieses rote Ding. Ist mir schon klar. Die Teile sind für mich effektiv wertlos. Aber gut. So, aber das waren alle. Du bist ein Ass mit der Angelrute. Du hast mich gut und reichlich versorgt. Wenn du mehr fängst, als du behalten kannst, kaufe ich die Dinger, wenn du die Ausbeute maust. Oh, ich kann jetzt bei ihm... Ach nee, ich kann bei ihm kaufen. Ich dachte, ich kann bei ihm verkaufen. Ich dachte, ich kann verkaufen. Aber kann ich nicht. So, aber jetzt müssen wir schon die Zeit nutzen, die wir hier zum Fischen haben, ne? Aber, ey, guck mal da oben, das geht noch kaum runter. Also ich glaube, das geht jetzt sehr lange, dass man da fischen kann. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit hier stehen und angeln. Alter, ja, aber ist richtig, richtig krass. Und wir haben schon wieder einen neuen Tag. Ja, okay, komm. Dann inspirieren wir mal wieder durch die Gegend. Jetzt ist da dieses Sündensymbol, als wäre das jetzt so eine voll krasse Sache. Aber ich will das gar nicht machen. Beziehungsweise ihr könnt mich ja aufklären, wie relevant das ist. Weil es wirkt für mich jetzt nicht relevant. Sondern einfach nur wie so ein Bonus. So, Beichtstuhl. Let's go. Einmal inspirieren. So. Wir müssen dich bald opfern, nicht dass du mir hier vorher stirbst. Ich meine, solange ich da bin, kann ich mich dann schnell drum kümmern. Das wäre dann auch nicht so schlimm. Nee, da ist schon wieder einer alt. Wer ist jetzt noch alt geworden? Anardre. Du bist aber jetzt erst alt geworden, oder? Warst davor, glaube ich, noch nicht alt. Oh, ist das alles doof. Ist das alles doof, ey. So, also hierfür brauchen wir noch mehr Zeug. Bartman habe ich noch nicht. Nein. So. Wir sind heute nur auf dem Feld hier unterwegs. Aber ich habe noch... Ja, guck mal, drei muss ich sogar noch verbessern.
Also theoretisch. Oh, was ich natürlich... Kann ich einen Alten zu einem Dämon eigentlich machen? Ja. Ach nee, der ist nicht verfügbar. Schade. Aber erstmal Predigt. Nächstes Level up. Wir waren noch nicht einmal heute auf dem Kreuzzug, ey. Das ist... Ah. So. Nächste Flüche. Zack. Schalte alle Flüche frei. Alles klar. Und die nächste Tafel baut sich auf. Oi, 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 oi. Gut. Oder auch nicht. So. Achso, ich wollte gucken, ob ich schon wieder opfern kann. Wieso ist der Hunger schon wieder so weit unten? Wir haben doch vorhin erst das Ritual gemacht. Was ist denn hier los? Nee, das ist okay. Das Opfern dauert zu lange. Das Opfern braucht echt lange, um zu laden. Oh, jetzt haben wir hier... Ah, das köstliche Fischfestmahl. Oh, damit kann man sogar jemanden heilen. Krass. Krass, krass, krass. So, wir machen aber jetzt... Wir machen die Fischmahlzeit. Davon haben wir genug. Oh, ich wollte kochen. So, bedient euch. Und jetzt kann ich das selber auch essen. Und hab dann dafür irgendwie... Keine Ahnung. Ah, das ist wieder kaputt gegangen, ja. Ah, das stimmt, die Verbesserung wollten wir auch mal bauen von den Teilen. Aber da steht ja auch nicht dabei, dass die nicht kaputt gehen können, ne? Also die können ja trotzdem noch kaputt gehen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob das so gut, so eine sinnvolle Sache ist. Muss ich ja gestehen. Aktuell ist keiner krank, ne? Nee. Gut. Nur alt. Alt ist problematisch. Alt ist sehr problematisch. Okay. Aber das ist alles jetzt voll, ne? So, machen wir neue Blöcke. Hier auch. Und die Holzteile brauchen wir auch mehr von. Ich glaube, davon brauchen wir sogar am meisten. Mal gucken. So. Was brauche ich, um das Dämonending zu erweitern? Okay, Goldblöcke vor allem. Gut, die werden jetzt hergestellt. Die werden jetzt hergestellt. Ja. Und dann... Oh, und dann brauche ich für das andere brauche ich Wolle. Das habe ich noch nicht. Da weiß ich auch noch nicht, wo ich das herbekomme. Wahrscheinlich aus der nächsten Stage, hoffe ich mal. So, und hierfür brauche ich dann auch Goldblöcke. Dann kann ich das verbessern. Gut. Aber da steht nicht, dass es nicht zusammenbrechen kann, ne? Aber es ist jetzt auch, wenn wir mal ehrlich sind, ist jetzt nicht so teuer, das zu verbessern. Das ist schon in Ordnung. Das ist jetzt nicht so teuer, das zu verbessern. Soll ich mich jetzt trauen, noch auf ein Dings zu gehen? Auf den Kreuzzug? Soll ich mich das jetzt noch trauen? Im Prinzip ist alles okay. Komm.
Wir gehen noch auf den Kreuzzug. Wir gucken uns noch die vierte Welt an. Ich überlege halt nur, was für ein Fluch jetzt der nächste Kollege hat. Aber zumindest, er kann nichts machen, was meinen Glauben reduziert. Das kann er nicht. Ja, das haben wir noch gar nicht gesehen, stimmt. Es fehlt nur noch eine. Hier können wir einen neuen Anhänger kaufen. Ja, komm. Gönn dir. So. Wir hatten Hunger, wir hatten Krankheit. Was könnte er tun? Ich hab echt ein bisschen Angst. Nicht, dass der mir... nicht, dass der mir einfach Anhänger umbringt oder so. Aber dann kann ich es nicht ändern. Dann ist es so. Dann ist es so. Ah, und guck mal, jetzt habe ich tatsächlich da oben ein Herz mehr, weil ich vorhin was gegessen habe. Chaoskanone. Das ist neu. Was ist das denn? Nehmen wir. Donnerbüchse. Das ist tatsächlich die neue Waffenart. Donnerbüchse ist eine munitionsbasierte Waffe mit kurzer Reichweite. Sie kann mehrere Gegner in der Nähe durchschlagen und sie auch zurückwerfen. Allerdings ist ihre Reichweite begrenzt. Sie richtet ihren großen Schaden bei nahen Zielen an, während sie... Okay. Ich verstehe. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Okay. Ah, deswegen Munitionsding. Ah, das lädt sich aber wieder auf. Alles klar. Du betrittst die Länder des Bischofs Shamura. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Ja, das ist nichts Neues. Hier ist Wolle! Zepa ist an hohem Alter gestorben. Ach, fuck. Das ging jetzt wieder zu schnell. Ja, kann ich nicht ändern. Aber hier ist die Wolle. Okay. Dachte ich mir schon. Das immer... Oh, ich muss warten, bis ich das auflädt. Ah, das ist ja wie Brawl Stars. Ich sollte also nicht zu schnell schießen, sonst habe ich keinen. Sonst kann ich gar nicht schießen. Ah, ich verstehe. Aber das Gute ist, ich habe ja den Glauben erhöht. Das heißt, es interessiert eigentlich keinen jetzt. Er wartet bei den Felsen des dunklen Meeres am Fuß des langen, jähen Sturzes, oh Graus. Im Schlund der spitzgezahnten Bestien, das Stottern des Herzens, dann war es aus. Er war der fünfte Bischof des alten Glaubens, unser Bruder, jener, der wartet. Damals war er unter dem Namen Narinder bekannt. Doch im Laufe der Jahrtausende wurde er mit seiner Rolle immer unzufriedener. Er begann zu zweifeln, er war unersättlich in seinem Ehrgeiz. Und in meinem Leichtsinn liebte ich ihn, deswegen verlor ich meinen Verstand. Deswegen verlor er seine Freiheit. Kannst du einen solchen Verrat fassen, Lamm? Die Deinen, die sich gegen dich wenden, würdest du das gerne herausfinden? Oh, vielleicht... Ich glaube, er redet gerade so von gegen sich stellen. Ich glaube, er kann meine Anhänger wahrscheinlich indoktrinieren. Also, dass die... Ah, wahrscheinlich kann er sowas. Ich brauche mehr Gefängnisse. Er war der fünfte Bischof des alten Glaubens, unser Bruder, jener, der wartet. Damals war er unter dem Namen Narinder bekannt. Haben wir gerade schon gelesen. Ja, nein, nicht Veit. Was, warum ist da eine Bombe über ihm? Was tut er mit Veit? What the heck? Wieso Veit? Wieso jetzt einer von den YouTube-Leuten? Mann! Hättest du nicht irgendeinen anderen Anhänger nehmen können? Das war die schlechteste Wahl. Naja, es war es gab drei schlechte Wahlen. Muss ich die jetzt töten? Nee. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Also auch was ist, wenn ich jetzt abhaue? Habe ich die Zeit, um abzuhauen? Okay, ich kann R2 nicht drücken. Ich kann R2 nicht drücken, ich kann nicht abhauen.
Ja, Veit, tut mir leid. Wow, Veit ist gestorben. Ich hatte so eine Vorahnung, dass der Typ mit Tod zusammenhängt. Scheiße. Aber muss das jetzt ausgerechnet jemand von euch sein? Grrr. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich dieses Donnerbüchsen-Ding cool finden soll. So grundsätzlich ist es interessant. Aber man kann halt echt recht wenig dabei. Also man muss halt echt nah ran. Aber gut, nah ran muss man mit jeder Waffe eigentlich. Boah, aber das mit Fight ist ja super ärgerlich. Vor allem kann ich den zum zweiten Mal wiederbeleben? Geht das? Ich hoffe doch. Es war jetzt aber halt purer Zufall. Ich meine, das Spiel kann ja nicht wissen, dass Veit, Bartman und Felix, dass die für mich spezielle Anhänger sind. Das kann das Spiel ja nicht wissen. Purer Zufall. Mann. Was Dummes. Yharna hat ein hohes Alter erreicht. Ach, Leute. Ich habe keinen Dämon mitgenommen, fällt mir gerade ein. Aber das ist echt wie Balls da. Wenn du nicht aufpasst... Wenn du nicht... Bruder. Wenn du nicht aufpasst und die Munition sich nicht aufgeladen hat, kannst du kurzzeitig nicht schießen. Also lieber langsam schießen und dafür immer Munition haben. In der Stage gibt es jetzt sogar auch Stein einfach so zu finden. Ist auch krass. Okay, aber wir sind immer noch in der ersten... Oh Gott, wir sind immer noch im ersten Abschnitt. Das war keine gute Idee, das hier anzufangen. Okay. Aua. Okay. Ha. So, hier geht's immer noch weiter. Okay. Ja, kein Problem. Oh. Der Kampf war noch nicht fertig. Aber jetzt. Mehr Wolle. Richtig und richtig. Ich nenne es Wolle, aber da steht Spinnenseide. Man möge es mir nachsehen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal den anderen Weg noch nach oben gehen. Da war ja noch ein anderer Weg. Ja, hier geht es nämlich noch zum Dings. Zum Tarot. Nein. Oh, eine wichtige Karte. Wichtige Truhe. Sehr schön. Okay.
Okay. Flüche verbrauchen 25 wenn einfach. Gegner leiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Machen wir das. Und neue Karte. Kostet jetzt schon 40 in der Stage. Ja, gibt aber Sinn. Welt 4, 40. Zusätzliches Herz, 10% kein Schaden. Nein, Herzen. Entschuldigung. Komplettes zusätzliches Herz, let's go. So. Aber wir sind immer noch in der ersten Stage. Verdammt. Hätte wissen müssen, dass Welt 4 länger ist. Jetzt haben wir den... Oh mein Gott, ey. Jetzt haben wir den ersten Abschnitt geschafft. Zerstöre zerbrechliche Steine. Ja, okay, dann geht's ein bisschen schneller. So, wie groß ist das jetzt hier? Oh, Gott sei Dank. Geht schnell. Hier ist offenbar also ich muss diesen Weg hier gehen, weil da ist ein Ausrufezeichen. Irgendwas muss ich hier tun. Dann ist nur die Frage, gehen wir hier oder hier? Und wir gehen hier, weil ich glaube, da gibt es wieder ein Dings. Ein Relikt. Ach nee, das war er hier. Dann nehmen wir das Fragment. Weil alles andere brauche ich nicht. Hier schön Goldklumpen holen. Was gäbe es hier? Fluchangriffsschaden für 3. Nee, das passt schon. Nada. Hast du noch was zu sagen? Nada. 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 Gut. Weiter geht's. So, was ist jetzt hier? Warum ist hier Ausrufezeichen? Ach, wahrscheinlich wieder für Astra Galoi, oder? Das ist bestimmt so ein Typ für Astra Galoi. Herzchen, du siehst so fad aus. Wie hässlich müssen erst deine Anhänger sein, wenn du dich so kleidest. Zum Glück verkaufe ich Modemuster. Es ist ein Familiengeschäft, bis auf den doofen Bob. Beachte mich gar nicht. Ich denke nur gerade dran, wie ich mir seine Blut und alle im Stich gelassen hat. Du brauchst einen Ort, um dir... Nein, es ist ein neuer Ort! Die letzte Schnecke. Oh, okay, doch kein neuer Ort. Robendesign. 5 Gold-Ding. Was? Schalte den Schneider frei. Baue Schneider. Okay, hier war einfach ein Anhänger. Und bei ihm sind jetzt aber auch direkt solche Fadendinger. Auch interessant. Robendesign. Ja, okay. Alter, das Ding hat auch nochmal was gegeben. Geil. Ja, okay. Interessant. Schneider. So. Alter, Shamura ist so ein Drecksack, ne? Tötet der einfach meinen Fight. Und jetzt kann ich über die Steine la... Ach so. Ach so, nur Steine kann ich jetzt sozusagen. Alles andere muss ich trotzdem noch. Alles andere muss ich trotzdem noch aufschießen, ich verstehe. Okay, wir machen mal hier den hier. Oh, wir müssen mal gucken, was der die Spezialattacke von dem Ding ist. Okay. Das ist auch eine sehr krasse Attacke. Wir sind ja nicht mal Steine, lol. So, wir haben viele Wege. Keiner sieht speziell aus. Okay, das war schon mal eine Sackgasse.
Mist. Okay. Doch, hier geht's weiter. Oh, hier ist zu Ende. Nee, das ist mir zu bald. Das ist mir zu bald. Ich will noch mindestens eine Tarotkarte finden. Alter, das geht sogar durch. Den Schuss müssen wir auf jeden Fall leveln. Das ist ja sick. Ah, und hier kann ich jetzt die Steine einfach kaputt laufen. Haben wir das auch mal gesehen. So, was haben wir hier? Turuas Berührung. Und tückischer Hammer. Ne, wir behalten den Schuss. Noch irgendwo was Spannendes? Nicht so richtig, ne? Okay. Nach oben. Oh, hier geht's auch noch mal weiter. Alter, das ist so eine geile Attacke. Mit der Attacke könnte ich mir vorstellen, dieses Vlies zu benutzen, bei dem man weniger Eifer verbraucht, wo man also praktisch hauptsächlich dann mit den Fluchwaffen kämpfen würde. Mit der Attacke könnte ich mir das echt gut vorstellen. Die ist ja richtig krass. Halbes blaues Herz, sehr schön. Yes! Hinterlasse schwarzen Ichor. Das nehmen wir. Und ich könnte sogar eine neue kaufen. Sollen wir es noch? Ja, komm. Sprengsatz hinterlassen. Ah, nee. Krankes Herz nehmen wir natürlich mit. Krankes Herz nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Okay. Ja, dann können wir jetzt zum Boss gehen. Bin mal gespannt, wie wir uns jetzt hier anstellen. Okay, ja klar, Spinnen hier. Wer hätte es erwartet? So, wir werfen erstmal. Nice. Okay. Oh, okay, das... Okay, das macht gar nicht so viel. Macht der normale Schuss. Ist okay, aber ich darf ihn nicht so viel treffen lassen. Also da scheint fast der hier am sinnvollsten. Ja, der ist am sinnvollsten. Der macht richtig viel Damage. Ach, Mist. Und tschüss. Okay. So. Das Ding ist, sollte ich Fight jetzt nicht mehr wiederbeleben können, weil ich ihn schon einmal wiederbelebt habe. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Oder kann ja auch sein, dass der... Wer hier sozusagen in dieser Stage stirbt, dass der endgültig weg ist. Dann würde ich einfach den nächsten Kollegen nach Fight benennen wieder. Aber... wir gucken erstmal, ne? Aber alles im nächsten Part. Wir müssen jetzt aufhören. Rote Betesamen, großes Geschenk. Nein, wir nehmen natürlich das Geschenk mit. Okay. Sehr schön. Und auch hier gibt es wieder 4 Stages. Alles klar, Abflug.
Oh mein Gott, was ein Kreuzzug. Oh, Bruder. Das war nicht angenehm. Das war kein angenehmer Kreuzzug. Aber ich hoffe, ich glaube, der Pilzeffekt ist noch. Also der Glaube dürfte in gar keiner Weise beschädigt worden sein. Aber imagine, wie der Glaube jetzt aussähe, wenn wir diesen Pilzeffekt nicht hätten. Ja, hier ist wieder alles dreckig. Was ist denn hier los? Dienstmädchenkleid. Okay, ein Outfit, das beim Schneider hergestellt werden kann. Ach, jetzt gibt's hier... Jetzt gibt's hier Outfits, verschiedene. Felix, beruhigen. Alles gut. Es ist alles gut, Felix. Ich will... Kann ich nicht hier... Ach, jetzt will der... Ah, nee, okay, Gott, Bahn will er, ja, ja. Ja, wo habe ich den Goldbarren hergestellt? Scheinbar nirgends. Wir brauchen aber Goldbarren. Ah, das ist auch wieder kaputt. Natürlich. So, wo ist jetzt hier noch der ganze Schmutz? Hier ist so... Oh. Alles klar. Das erklärt, wo der ganze Schmutz... Nee, da ist noch mehr Schmutz. Was ist denn hier los? Wo ist denn der ganze... Warum bist du denn schon wieder krank? Aber richtig krank, oder? Na, so halb krank. Ich geh erstmal lieber ins Bett. War das eine Inspiration? Dann gehst du pennen. Okay, wir machen mal kurz noch Masseninspiration hier. So. Jetzt ist eh Nacht, ne? Ja, okay, gut, 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 gut. Dann kann ich mich hier in Ruhe umgucken. Was alles passiert. Oh, deswegen ist auch... Ja, stimmt. Deshalb ist auch, Dings... Das war, das war auch ein Grund für die Unsauberheit. Dass da eine Leiche rumlag. Ja, das ergibt Sinn. Ich finde es auch nicht so cool, wenn Leichen rumliegen. Oh, seidener Faden haben wir zwei bekommen hiervon. Sehr schön. Wichtig und richtig. So. Loyalitätsbelohnung abholen. Ich will nicht mit Felix sprechen, ich will nur das rote, den roten Balken. Ja. Ah, hier. Ich glaube, das geht nur am Tag. Ja, hier war mal Fight drin. Hat echt gut funktioniert. Habe ich jetzt eigentlich was zum gesund machen? Nee, ich hab zu wenig Blumen. Ich muss mal so ein paar Blumen pflanzen. Ja, gut. Ah, ich kann gar nicht die rausnehmen, ne? Ja, okay, egal. Oi. Unterkunft ist zusammen... Ach, lol. Können wir die gleich mal verbessern? Nee, da fehlen aktuell Goldbarren. Ja, komm. Machen wir noch einmal so. Dann kann ich jetzt die Sachen abholen hier. Ja, okay. Sehr gut. So, neuer Tag, neue Inspiration, habe ich gehört. Dann haben wir gerade übrigens eine Predigt verschenkt. Weil ich hätte schnell noch predigen können. Naja. Es gibt Schlimmeres, ne? Kann ich dich schon wieder beruhigen? Aber ich glaube, das bleibt jetzt. Ich glaube, Felix ist jetzt einfach in diesem Status. Na gut, so. Ich hole jetzt bewusst den Kollegen da drüben noch nicht. Weil für den Fall, dass ich Fight nicht mehr wiederbeleben könnte, möchte ich auf jeden Fall...
Schalamba, geil. Ja, machen wir. Was wollte ich sagen? Für den Fall, dass ich nicht mehr wiederbeleben könnte? Ah, hier Kamelin. Die sind wichtig. Sehr gut. Dann kann ich nämlich wieder heilen. Okay, ich glaube, wir haben aktuell genug Pilze, ne? Ich mir das so angucke hier. So, hier. Einmal den hier. Zack. Alles klar. Es ist hier. Es ist hier. So, jetzt müssen wir Schneider freischalten, habe ich gehört. Da. Stelle Outfits für Anhänger, damit sie. Das scheint mir aber auch wieder sowas Optionales zu sein, ne? So, was brauchen wir dafür? Acht Goldbarren, 16 so Wolldinger. Okay. Oh, ich habe das Anführerzelt noch nicht mal gebaut. Dafür brauche ich auch die. Stimmt, ich kann das Anführerzelt jetzt. Anführerzelt, let's go. So, erstmal hier richtig Kohle reinholen. Wir brauchen mehr Goldbarren überall. Also egal, worum es geht, wir brauchen mehr Goldbarren. So, Anführerzelt. Ich schlafe bei meinen Leuten. So. Geht es eigentlich noch schneller, wenn ich einfach noch so ein Teil hier hinstelle? Like, ist es dann so doppelter Effekt? Ah, jetzt habe ich kein... Ja. Da war was. Okay, pass auf. Predigt und dann Part beenden. Alles andere im nächsten Mal. Alles andere beim nächsten Mal. Man kann halt nicht aufhören. Ihr kennt's. Nee, eine Sache gucken wir noch nach. Dass das in dem Part abgeschlossen ist. Wir gucken noch nach, ob Veit wiederbelebt werden kann. Wir gucken noch nach, ganz schnell, ob Veit wiederbelebt werden kann. Ja, okay. Zweite Wiederbelebung, ey. Und, aber jetzt mal stopp. Ich muss dann noch öfter gegen Anhänger kämpfen, wahrscheinlich in diesen Kreuzzügen. Jetzt hole ich euch wieder und dann... Ich glaube, wir lassen... ich weiß jetzt... Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, ne? Jetzt angenommen, ich belebe Veit wieder und in der nächsten Runde setzt ihr mir wieder Veit vor, gegen den ich kämpfen muss. Dann ist er gleich wieder tot. Ich glaube, wir warten diese vierte Stage erstmal noch ab. So just in case. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir wissen jetzt, es geht. Das ist schon mal gut. Wir wissen jetzt, dass es geht. Aber... Oh lol, was ist jetzt hier unten aufgetaucht? Cowboy. Lege immer mit einer Donnerbüchse los. Und dafür muss ich... Okay, mit Sünde kann man doch mehr machen als nur Deko. Guck mal, ich krieg hier... Das wusste ich nicht. Ich brauche hier 10 Sünde. Dann kann ich immer mit einer Donnerbüchse starten, wenn man diese Waffe mag. Das ist... Klingt interessant. Klingt interessant auf jeden Fall, ja. Klingt äußerst interessant. So. Besitztümer haben wir noch eine Tafel zu ersetzen. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem du Gold an die Anhänger verteilst, um Loyalität zu erhöhen. Klingt erstmal nicht verkehrt.
Führen deinem Tempel ein Ritual, bei dem alle deine Anhänger Gold an dich spenden. Och nee, komm, ich bin schon gemein genug gewesen. Immer. So. Gold kostet das, okay. Und erhöht um 10 Glaube. Oh, klingt doch gut. Klingt doch gut. Oh, das machen wir auch gleich. Kommt mal her, Kollegen. Das machen wir noch schnell, dann hören wir auf. Ui. Das war ordentlich. Okay, das war sehr ordentlich. Wow. Nice. Alles klar. Das ist ein schönes Ritual. Das ist ein schönes Ritual. Das können wir gerne öfter machen. Geldprobleme haben wir ja an sich nicht so wirklich. Schauen wir mal, wie lange das dauert, um da abzuklingen. Okay. So, jetzt höre ich auf. Danke fürs Zuschauen und tschüss.